Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Der Ölriese ADNOC ist nach langem Werben um den Kunststoffkonzern Covestro am Ziel. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi übernimmt das Leverkusener Unternehmen für bis zu 16 Milliarden Euro. ADNOC bietet die bereits im Sommer in Aussicht gestellten 62 Euro je Aktie. Zusätzlich zeichnet ADNOC eine Kapitalerhöhung um 10%, die Covestro weitere knapp 1,2 Milliarden Euro in die Kassen spült. ADNOC umgarnt das DAX-Unternehmen bereits seit mehr als einem Jahr. Ende Juni begannen konkrete Verhandlungen. Nun unterzeichneten ADNOC und Covestro eine Investitionsvereinbarung. Die Übernahme sei eine zentrale Säule der Wachstumsstrategie von ADNOC International, die das Ziel verfolgt, eines der weltweit 5 größten Chemieunternehmen zu werden, erklärte der Ölkonzern. Dabei solle Covestro die Plattform für das Performance Materials und Spezialchemiegeschäft werden. Bedingung für die Übernahme ist, dass ADNOC mit seinem Angebot auf mehr als 50% der Aktien kommt. Und heute steigen die Covestro-Papiere um aktuell 3,7% auf 58 Euro. Sie bleiben damit aber zunächst deutlich unterhalb der Offerte von 62 Euro. Und dazu begrüße ich den Kapitalmarktanalysten Robert Halver. Herr Halver, ist das ein guter Deal für Covestro? Covestro ist ein sehr, sehr guter Deal, hervorragender Deal, weil wir kennen ja Covestro als weltweiten führenden Kunststoffhersteller mit vielen Anwendungen, vielen Industrien. Und dieser Konzern braucht ja eins wie Luft zum Atmen: Öl zu vernünftigen Preisen. Und mit der Übernahme von ADNOC wird genau das geliefert. Das heißt, die Energiesicherheit ist damit für den Konzern gewährleistet und von daher passt das prima. Und halten Sie es für problematisch für den Standort Deutschland, wenn die Scheichs aus Abu Dhabi diesen deutschen Kunststoffkonzern schlucken? Ja, ich bin ein Marktwirtschaftler. Ich habe grundsätzlich nichts gegen auch grenzüberschreitende Übernahmen, Fusionen, wie jetzt ADNOC in Richtung Covestro. Nur, man muss schon ein paar kritische Fragen stellen. Wenn andere Länder, offensichtlich Abu Dhabi mit seinem Staatskonzern, Ölkonzern ADNOC hier die Wirtschaftsweichen für Zukunft stellt, Perspektiven für seine Bevölkerung, für den Standort Abu Dhabi dann immer besser darstellt, habe ich den Eindruck, dass bei uns immer mehr das, was uns ja in den letzten Jahrzehnten groß gemacht hat, verkauft wird, ohne aber zu sagen, was denn unsere zukünftigen Wachstumsperspektiven sind. Und unser Grundproblem ist ja offensichtlich, dass Ölsicherheit, Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen und damit Wettbewerbsfähigkeit fehlt. Und daran müssen wir arbeiten, sonst werden noch mehr Unternehmen in fremde Hände kommen und da wird unser Wirtschaftsstandort noch mehr leiden. Das Übernahmeangebot ist ja an die Mindestannahme von mehr als 50% der Aktien geknüpft. Wird das gelingen? Ja, davon gehe ich aus. Vorstand, Aufsichtsrat sind ja dafür, aber das ist ja nur die halbe Miete oder noch weniger als die halbe Miete. Entscheidend ist ja, dass die großen Fondsgesellschaften, die ja stark vertreten sind, das Angebot annehmen werden. Sie haben ja große Angst, dass ohne Annahme der Übernahmeofferte der Preis wieder deutlich sinkt. Wir stellen ja fest, dass vor Übernahme Planungen und Gesprächen der Covestro-Kurs ja deutlich niedriger gelegen hat. Also von daher wird man, um die Rendite dann auch rauszuholen, der Übernahme mehrheitlich zustimmen. Der Deal ist durch. Sagt Robert Halver. Vielen Dank für die Einschätzungen. Bitte sehr. Sinkende Energiepreise haben die Inflationsrate in der Eurozone im September auf den niedrigsten Stand seit gut 3 Jahren gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um durchschnittlich 1,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistikamt Eurostat mit. Die Teuerung liegt nun erstmals seit über 3 Jahren unter der Zielmarke von 2%, die die EZB mittelfristig als ideal für die Konjunktur im Euroraum sieht. Und dazu begrüße ich Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, wie nachhaltig ist dieser Rutsch der Inflation in der Eurozone unter die 2%-Marke? Naja, das liegt vor allem daran, dass Energie günstiger geworden ist. Rechnet man die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel einmal raus, dann liegt die Inflation im Euroraum immer noch bei 2,7%, also deutlich oberhalb des 2%-Ziels der EZB. Wir haben deutliche Fortschritte gemacht, wie man die EZB hat deutliche Fortschritte gemacht beim Rückgang der Inflation. Aber wir sind noch nicht ganz da. Sie müssen ja auch sehen, dass die Löhne, die Arbeitskosten damit weiter sehr, sehr stark steigen.
Ist mit diesem Rutsch unter die 2% jetzt aber der Weg für eine weitere Zinssenkung der EZB im Oktober frei? Ja, gut, also das würde ich so sehen. Mittlerweile preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 90% ein, dass die EZB ihre Leitzinsen bereits auf der nächsten Sitzung im Oktober, also in gut 2 Wochen, noch einmal senkt um 25 Basispunkte. Das erwarte ich auch. Gestern hat Frau Lagarde ja eine entsprechende Rede gehalten, gelobt, dass die Inflation unterliegend runterkommt, sich besorgt gezeigt über die Konjunkturindikatoren, die zuletzt gefallen sind, und hat dann explizit, und das war wichtig, gesagt, dass all das diskutiert werde auf der nächsten Sitzung im Oktober. Also klarer kann man eigentlich nicht sein. Vermutlich wird die EZB diese Zahlen zum Anlass nehmen, ihre Zinsen jetzt im Oktober noch einmal um 25 Basispunkte zu senken. Sagt Jörg Krämer, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. US-Notenbankchef Jerome Powell rechnet in diesem Jahr noch mit 2 weiteren Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte. Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, wird sich die Zinspolitik mit der Zeit in Richtung einer neutraleren Haltung bewegen, erklärte er gestern Abend auf einer Finanzkonferenz in Nashville. Die Fed folge jedoch keinem festgelegten Kurs. Wir werden unsere Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen, so Powell. Die Fed hat unlängst die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz kräftig gesenkt auf die neue Spanne von 4,75% bis 5%. Die Währungshüter haben weitere Schritte nach unten fest ins Auge gefasst. Ja, und die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen sowohl in den USA wie auch in Europa, die hilft heute auch dem DAX wieder zurück auf seine Rekordjagd. Also wir sind noch nicht auf neuen Rekorden, aber haben diese fest im Auge. Schwuppdiwupp, wir zaubern den DAX herbei, da ist er. Und ich habe Ihnen mal den Kurs seit Anfang des Jahres mitgebracht, denn wir haben ja gestern die 9 Monate voll gemacht, starten jetzt ins 4. Quartal und wir sehen eine sehr schöne Performance seit Jahresanfang von 15,7% im Plus. Und übrigens auch der September, der ja einen Ruf als schlechtester Börsenmonat hat, hat in diesem Jahr geliefert. 2,5% das Plus im September. Wie gesagt, die Aussichten auf weiter sinkende Zinsen und die Konjunkturpakete in China, die zuletzt noch beflügelt haben, all das hilft dem DAX weiter. Und aktuell sehen wir ein Plus von 0,3%. Mehr zum Börsengeschehen dann ausführlich wieder um 17.45 Uhr in der Börse am Abend. Hier geht es jetzt weiter mit der Welt am Mittag. Tschüss.